bahnbrechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Rücken gedreht und gewonnen. Startet die neue Ringensaison am Samstag. Ein Auftakt nach Mass für Willisau, noch Wünsche offen für Hergiswil. Schweizer Meister Willisau gewinnt gegen den letztjährigen dritten Krieser Massfall mit 19-17. In der Pause ist es noch deutlich 15-3 für Willisau gestanden. Und Vize-Schweizermeister Hergiswil verliert gegen den letztjährigen 5. Freiamt. Wir staunt überraschend deutlich mit 28-9. Noch das letzte Resultat der ersten Begegnungen. Schattdorf gewinnt gegen Einsiedeln 22-15. Soweit der Überblick, das sind Fakten. Im zweiten Teil nun unter anderem eine detaillierte Analyse zu den einzelnen Kämpfen. Der Cheftrainer der Thomas Bucheli kann hier gerade von einer Neuigkeit berichten. Ein bisschen schwierig wird es im ersten Kampf mit dem Namen. Die haben einen neuen Zugang, eben schon gesagt. Abdel Al-Sada Murtida, glaube ich. Viel einfacher ist Murti. Oder? Er ist gegen Figuela Guillermo angetreten. Komische Name, schwierige Name. Wichtig ist, Willisau hat gewonnen, 16-0. Gerade 4 Mannschaftspunkte am Anfang auf euch das Konto. Habt ihr mit dem gerechnet? Wir haben gewusst, dass der Krieserer sehr gefährlich ist, vor allem in den ersten Minuten. Er hat sehr gefährliche Angriffe und konnte Murti auf das einstellen. Und das hat er taktisch auch perfekt umgesetzt. Er hat am Anfang nicht extrem forciert und hat nachher aber seine Angriffe können anbringen und hat das eigentlich von A bis Z sehr gut gemacht. Und was der Thomas Bucheli meint, hier auf Telenapf Xanders, sieht etwa so aus. Oder? Bravo Murti! Einfacher wird es jetzt. Samuel Scherer gegen Philipp Hutter. Da hat Willisau 3-3, also quasi in der letzten Minute, der sprichwörtlich noch dreht. Was haben Sie da gerechnet? Ja, Sammy hat das erste Mal im Schwergewicht gerungen. Er ist das Jahr natürlich ein bisschen schwerer als letztes Jahr. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir probieren mal, wie das dort so geht. Weil wir ja gewusst haben, dass dort auch nicht wahnsinnig schwerer Gegner kommt. Und er hat uns eigentlich total überrascht. Weil wir hätten nie gedacht, dass er so einen Gegner, der defensiv vor allem so stabil steht, dass er dem Punkte abnehmen kann. Vor allem, dass er ihn sogar gewinnen kann. Und auch hier auf Telenapf die entscheidende Szene. Aus einer Banklage raus packt der Scherer seine Chance und dreht sprichwörtlich in letzter Minute den Kampf auf seine Seite. Eine kleine Überraschung. Dann Timo Zeder gegen Christoph Wittenweiler. 2-1 ebenfalls für Willisau. 8-2 ist es dort gestanden. Der Timi hat ihn schon gehabt, am Grenzlandturnier, hat ihn dort schon gewonnen, allerdings im Freistil. Jetzt ist Greco gewesen. Hat auch hier überzeugt, vor allem auch ausdauermässig, körperlich sehr starken Auftritt gehabt, der Timi. Und auch taktisch sehr gut umgesetzt, also der ist top parat. Marco Riesen gegen Jürg Hutter. Knapp 14-1 im Sinn von knapp. Es hätte auch noch ein Pünktchen gegeben. Hätte das müssen sein oder hat er es zu Null gerechnet? Ja, der Marco probiert natürlich zu Null zu ringen. Er probiert aber auch möglichst hoch zu gewinnen und zu gewinnen. Und er hat das auch auf eine lockere Art mit sehr viel Gefühl gemacht und hervorragend gerungen.
Und wenn man natürlich mehr Risiko eingeht und den Kampf hoch gewinnen, dann ist halt auch gefordert, dass man mal einen Punkt abgibt. Und das ist jetzt eben passiert, aber das ist natürlich nicht weiter tragisch. Wie es passiert, Doug Sanders. Aus einer glänzenden Parade raus wird Marco Riesen von Jürg Hutter von der Matte gedrängt. Technische Überlegenheit im letzten Kampf vor der Pause. Lukas Bosse gegen Andreas Bleiker, 14 zu 0. Andreas ist ein junger Mann, der weiß nicht, ob er das erste Mal sogar gerungen hat in der Mannschaft jetzt. Der Luki ist ein und hat von Anfang an den Ton angegeben, wie man so eigentlich von ihm in diesem Kampf erwartet hat. Und hat das aber souverän gemacht, hat mit technischen Aktionen auch brilliert und hat das souverän gelöst. Lukas! 15 zu 3 war es in der Pause. Willisau hat alles gewonnen. Habt ihr gewusst, dass nach der Pause ein bisschen härter wird? Ja, von dem sind wir natürlich ausgegangen. Weil sie haben die besten Leute haben sie wirklich nach der Pause. Darum haben wir gewusst, wenn es unentschieden ist in der Pause, dann wird es sehr, sehr schwierig für uns. Und das Polster haben wir am Schluss ja dann wirklich auch noch gebraucht. Eben, es ist weitergegangen nachher. Dominik Bossart gegen Damian Dietschi. Jetzt gewinnt Kriser quasi nur noch. 14 zu 6. Ja, der Damian ist sehr schnell in Führung gegangen, hat den Kampf gefunden. Der Nick hat am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, hat etwas Punkte müssen abgeben, wobei das haben wir auch eigentlich ein bisschen so erwartet. Er ist ein internationaler DJ Damian. Der Nick hat das aber gut gelöst, ist defensiv gut gestanden, hat dann können mit einer Blitzaktion einen Konter setzen und seine Punkte holen. Und so eigentlich ein 1-3, wo wir natürlich erhofft haben, dass er das holt, das hat er dann auch souverän geholt. Er hat sich noch verletzt. Was ist da genau? Ja, denn ich hatte nur ein Krebeli, das leicht blutet hat, dort, wo wir halt dann das Tape ummachen, dass es nicht blutet, weil sonst wird der Kampf nicht weitergeführt. Tobias Bortmann gegen David Hungenbühler, ebenfalls wieder ein Sieg für Krieser. Klare 2 zu 11. Der Hungenbühler David ist natürlich ein Routinier, kann man sagen, bereits schon. Ja, vor allem im griechisch-römischen Stil, wo der Tobi noch nicht so viel Erfahrung hat. Er macht das sonst meistens Freistil. Und der Tobi hat eine klare taktische Aufgabe gehabt, dass er probiert, gegen diesen Punkt zu holen und nicht allzu hoch zu verlieren. Und das hat er nachher auch gemacht und hat sich an die Vorgaben gehalten. Und er ist auch in der WM-Vorbereitung von den Kadetten drin, hat heute bereits schon mehrere Kämpfe gemacht gehabt. Und das war eigentlich so ein bisschen wie ein Trainingstag gewesen oder ein Wettkampftag gewesen für ihn. Also es war bereits der 5. Kampf gewesen heute, den er gemacht hat. Hey, hey. Zuerst ein Höhenflug und ein Teufelflug für Tobias. Er hätte auf beide gerne verzichten können. Der zweite Neuzugang, der Logan Chatonnet. Ich hoffe, ich kann es richtig. Spricht man es so? Ja, Logan. Der Logan Chatonnet. 7 zu 9 war knapp, aber hat er die Erwartungen erfüllt oder hat er mehr erwartet? Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass er gegen den gewinnen kann. Er hat einen taktischen ein Mühe gehabt. Er hat sich immer aufziehen, was der Gegner natürlich gerne und vor allem auch gut macht. Hat dann dort, also der Logan hat dann dort Punkte abgegeben. Mehrere ist ziemlich hinterher gekommen. Und hat dann aber am Schluss doch noch eine Wertung holen, sodass es nur ein 2-1 gegeben hat. Das war auch ein ganz wichtiger Mannschaftspunkt. Also er ist nicht eingebrochen, sondern hat sich an seine Dings gehalten und hat dann probiert, den Punkt noch einzubringen, sodass wir eigentlich immer noch gesehen haben, das Gesamttotal von der Mannschaft, dass wir noch auf einem guten Weg sind, zu gewinnen. Ja, eigentlich Willisau hat bei jedem Kampf, bis auf den letzten, eigentlich immer einen Mannschaftspunkt geholt. Genau, das ist natürlich unser Ziel, dass wenn man verliert, es gibt Kämpfe, die man halt nicht gewinnen können, dass man dort probiert, knapp zu verlieren und vor allem einfach immer einen Punkt zu holen. Und das macht dann extrem viel aus in der Abrechnung am Schluss. Auch einen Punkt geholt hat Kilian Aregger gegen Marc Dietschi. 1 zu 2. Kili hat im 74 Kilo
gerungen. Das ist noch nicht manchmal vorgekommen. Der Marc ist allerdings natürlich auch ein bisschen leichter. Die zwei haben einander schon viel angetroffen auf der Matte und die können einander natürlich. Und der Kili hat seine defensive Superposition ideal eingesetzt und hat dem Gegner fast nicht zugestanden und hat dann eigentlich seinen Punkt auch geholt. Und von dem her, der Marc ist amtierender Schweizer Meister und der Kili hat da sicher sein Soll absolut erfüllt. Mhm. Sein Soll hat Sven Hirschi erfüllt. Er hat ja leider keinen Punkt können holen. Mit 16 zu 0 technische Unterlegenheit, ganz klares Resultat. Ja, der Sven hat gegen Sergei, der das erste Jahr da verringen für die Schweiz, er ist ein Ukrainer, müssen antreten. Und der Sven hat sehr gute Ansätze gehabt. Es fehlt noch wenig zum Punkt gewinnen. Er ist, will er natürlich auch probiert. Gibt mir dann halt manchmal auch Punkte ab. Also er hat es versucht und es kann auch nicht mehr passieren. Von dem her ist ja auch blöd, wenn er einfach nichts macht und defensiv ringt. Also er hat versucht, seinen Punkt zu holen. Ist ihm dann halt nicht gelungen und der Gegner hat es dann eigentlich immer relativ gut können ausnutzen. 19 zu 17 nach der Pause, wie wir das angeschaut haben, eigentlich doch ein recht knappes Resultat. Ja, sicher, es ist ein knappes Resultat. Trotzdem, wir haben eigentlich auch nach der Pause weitergezogen. Wir haben jedes für jeden gegangen, haben die Taktik auch umgesetzt und probiert, die Dinge einzuhalten und strikt zu sein. Und schlussendlich habe ich das Gefühl, wir sind nicht in Gefahr gekommen. Also, wir haben, obwohl der letzte ist natürlich 4-0 klar, aber sie können uns nicht mehr einholen. Und vorher sind wir eigentlich nicht in Gefahr gekommen, den Kampf noch zu verlieren. Ich habe das Gefühl, nach der Pause. Es haben alle souverän eigentlich gerungen. Und da die einzelnen Kämpfe im Überblick. In der Kategorie 57 kg Freistil gewinnt Abd al-Sada Morteda gegen Figuera Guillermo klar mit 16 zu 0 technische Überlegenheit, 4 volle Mannschaftspunkte aufs Konto von Willisau, keinen verkrieseren. In der Kategorie 61 kg Greco gewinnt Timo Zed gegen Christoph Wittenweiler 2 zu 1 nach Punkten, 2 zu 1 Mannschaftspunkte für Willisau. Im 65er Freistil halte Lukas Bossert gegen Andreas Bleicher ein 14 zu 0 mit einem Schultersieg, 4 zu 0 aufs Konto von Willisau. In der Kategorie 70 kg Greco unterliegt Tobias Bartmann im David Hungerbühler mit 2 zu 11 nach Punkten. Das bringt eine 3 zu 1 Gutschrift für Krieseren. Im 74 kg Freistil verliert Kilian Aregger knapp gegen den Marc Dietsche mit 1 zu 2 nach Punkten. 1 Punkt für Willisau, 2 für Krieseren. Klar, der Kürze zieht Sven Hirschi im 74 Greco gegen Sergei Sirenko 0 zu 16, damit technische Überlegenheit und eine blanke 4 für Krieseren. Im 80 kg Freistil erkämpft sich der Logan Chardonnay gegen Tobias Betscher 7 zu 9, gibt 1 Punkt für Willisau, 2 für Krieseren. 86 kg Greco, der Dominik Bossert unterliegt dem Damian Dietschi 6 zu 14, 1 zu 3 Mannschaftspunkte für Krieseren. Im 97er Freistil dominiert der Marco Riesen klar gegen den Jürg Hutter und holt 14 Punkte, einen lässt er liegen, 3 zu 1 für Willisau. Und bis 130 kg Greco gewinnt Samuel Scherer dank höherer Einzuwertung 3 zu 3, gibt 2 zu 1 Mannschaftspunkte für Willisau. Natürlich interessiert es auch, was haben die Hergiswiler gemacht? Wirklich nicht viel. 9 Punkte gegen Freiamt. Die Aargauer haben sich daheim 28 gut schreiben. Pech zum Start für Hergiswil wie schon letztes Jahr und die Jahre zuvor oder schon 4-mal Startfrust in Serie. Gesucht nach den Gründen? Fehlende Leidenfiguren haben die Mannschaft ihrem Schicksal überlassen. Kämpfe im Einzelnen, das sieht so aus. 57 Freistil, der Nino läutet, besiegt Patrick Krölli nach Punkten 14 zu 4, 3 zu 1 für Freiamt. Im 61 kg Greco gewinnt Thomas Wild gegen den Thomas Wiesler 9 zu 6, 2 zu 1 Mannschaftspunkte für Freiamt. 65 kg Freistil,
Freipass für einen Fock gegen den Pascal Jungo. 15:0 gibt es 4:0 für Freiamt. 70 kg Greco, der Cheyenne Götzmann holt gegen Marco Hodu ein 6:2, 2:1 für Freiamt. 74 kg Freistil, der Manuel Jakob dominiert den Martin Grüter mit 8:0, 3:0 für Freiamt. 74 Greco, der Pascal Strebel schickt den Patrick Kunz mit 15:0 in die technische Unterlegenheit, VI 4 für Freiamt. 80 kg Freistil, der Marc Weber unterliegt dem Benno Jungo deutlich mit 2:12, ein klarer, nur eben der einzige Sieg der Hergiswiler, 1:3 für die Auswärtigen. 86 Greco, leider packt Julius Kurme den Stierli nicht bei den Hörnern, sondern unterliegt in der Arena 7:1. Freudige Freiämter feiern das 3:1. 97 Freistil, der Pascal Gurtner holt selber 10 und lässt dem Raffi Kaufmann noch 4. 3:1 für Freiamt. Und im 130 Greco unterliegt der unglücklich kämpfende Akos Koriza im zuversichtlichen Zurflut 10:3. 3:1 für Freiamt zum traurigen Schlussresultat für Hergiswil von 28:9. Herrje Hergiswil, das verlangt aber eine richtige Revanche. Zurück zu Willisau, der Cheftrainer der Thomas Bucheli gefragt. Wie geht es weiter, euer nächster Gegner, nächsten Samstag? Der nächste Gegner ist Hergiswil, auswärts. Es gibt ein Derby, wir freuen uns natürlich wieder gegen Hergiswil, wo das letzte Jahr der Final war. Dürfen wir wieder mit ihnen die Klinge kreuzen und wir sind gespannt, wie das rauskommt. Hat man schon etwas gehört von Hergiswil, von der Mannschaft, wie sie aufgestellt sind, umgestellt irgendetwas? Es ist ja nicht so weit, man hört sie ja fast flüstern, oder nicht? Ja, wir wissen, dass sie ziemlich unverändert sind von der Transfer her. Da haben wir nicht viel Neues erfahren. Und ich gehe davon aus, dass die gleichen Leute wieder werden dringen wie letztes Jahr, plus minus. Und es kommt auf den Formstand drauf ab, von den einzelnen Athleten, wie bei uns auch. Die müssen einfach fit sein und dann sind sie wieder sehr, sehr stark einzuschätzen. Sind wir gespannt. Hergiswil, vielleicht für eine Überraschung bereit. Nächsten Samstag sehen wir es. Danke vielmals. Danke auch. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Thank you.